Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf den guten Ahmad. Der hat nämlich ein Video hochgeladen, das Ende vom YouTube-Beef, was sogar gut bewertet ist tatsächlich. Also wurden wir hier einfach mal hops genommen. Das Video ist mal wieder so lost. Na, das sagt, Tech. Übrigens, kleiner Fun-Fact, jedes Video auf Kuchen TV Uncut ist grün, außer die, die ich von Ahmad hochlade. Das heißt, wenn hier irgendein böses Wort ist, müssen wir es direkt aufschreiben. Das muss ich rauscutten, weil sonst wird es einfach gelb. Auch wenn das ein Wort ist in 25 Minuten. Das habe ich dir per WhatsApp geschickt. Ja, das habe ich euch schon gesehen. Ich weiß nur nicht, ob das halt stimmt, ne? War die Woche halt weg. Ich habe generell kaum da geantwortet irgendjemanden. Assalamu alaikum, liebe Freunde. Heute ein sehr bedrückendes Thema. Ich wurde aufgrund der ganzen Reaktion von den YouTubern auf der Straße angegriffen. Scheiße, ich darf nicht lachen, das tut weh. Ich wurde auf der Straße angegriffen von den rechten Leuten. Ich hatte ja in meinem letzten Video gezeigt, wie die mich beleidigen, wegen Leuten wie Stay und so weiter. Und diese rechtsradikalen Leute haben mich jetzt angegriffen und mir die Nase gebrochen. Dachte mir, ich mache dazu ein Statement. Nein, Spaß beiseite, das war tatsächlich kein Recht. Oh Mann, der ist so lustig. Radikaler, sondern ein Schwarzer, der mir die Nase gebrochen hat. Warte, können Schwarze auch rechtsradikal sein? Wir dürfen Deutschland nicht mit Afrikanern überfluten. Naja, nicht deswegen drehe ich dieses Video. Ich drehe dieses Video, da ich das als wichtig angesehen habe, nochmal ein endgültiges Statement zu setzen, wo ich all eure YouTuber, die Videos gegen mich gemacht haben, komplett das Gesicht runterziehe und euch die Wahrheit über sie zeige. Deswegen, meine lieben Freunde. Ich würde lieber mal, dass Kaiser die Hose runtergezogen wird, aber... nur meine Meinung. Freunde, mit diesem Video kann ich nur an jeden einzelnen Hater sagen, guckt es unbedingt zu Ende. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Von Anfang bis Ende mit Kopfhörern. Wer kennt das Meme noch? Von KSP, glaube ich, ne? Sagt beim 40-Minuten-Video. Aber bei diesem Video werdet ihr noch mehr geschockt sein. Guckt euch erstmal das 40-Minuten-Video an und guckt euch dann dieses Video zu Ende an. An jeden Einzelnen, der dieses Video sieht, lasst bitte auch unbedingt ein Like und einen Kommentar da. Egal was für ein Kommentar, damit das genug Leuten vorgeschlagen wird. Und ja. Also fangen wir direkt an, denn mit diesem Video werde ich diesen Krieg beenden, denn danach, glaubt mir, wird es kein Video mehr brauchen. Deswegen, los geht's. Wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, auf dieses Video zu drehen, liegt daran, dass mich ein Freund angerufen hat, ein sehr, sehr bekannter TikToker. Grüße gehen raus. Und der hat mir gesagt, Ahmad, du musst so überlegen. Diese Leute, die gerade YouTube-Videos gegen dich machen, Stay, KuchenTV, Alpha Kevins, Kaiser und so weiter, diese ganzen Leute, deren Zuschauer kennen dich nicht, da du auf TikTok nur bekannt warst und nicht auf YouTube. Und ich hatte nie darüber nachgedacht, ich habe immer diese Videos gemacht, mich über die lustig gemacht, so selbstverständlich argumentiert, ohne dabei zu bedenken, dass ihr, also die Hater und die anderen Zuschauer, die neu dazugekommen sind, ja wirklich nur dieses Bild von mir habt, was ihr jetzt von den anderen YouTubern gesehen habt. Viele von euch haben mich das erste Mal gesehen. Und heute wird es Zeit, dieses Bild sehr schnell und stark zu korrigieren. Ich bin kein komischer Newcomer, der keine Ahnung hat, wovon er redet. Das habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Nein, an der Plattform muss es liegen. Ja gut, an sich mit der Grundaussage hat er tatsächlich recht. Na, es ist ja schon wirklich so, wenn du jetzt zum Beispiel die Plattform wechselst, du musst dir erstmal, sag ich mal, einen Namen machen, ne? Weil auf YouTube sind schon andere Leute da als auf TikTok, das ist schon klar. Also ich merke das selber, wenn ich jetzt TikTok so hochlade zum Beispiel, dann werde ich viel mehr beleidigt und fertig gemacht beispielsweise, weil ich halt bei TikTok einfach unbeliebt bin. Auf YouTube habe ich mir halt einen Namen gemacht, so, ne? So muss man das sehen. Aber ja, selbstverständlich argumentiert ist schon wieder lost auf jeden Fall, weil man ja einfach auch beweisen kann, dass er Dinge aus dem Zusammenhang reißt, dass teilweise Argumente keinen Sinn machen, dass er einfach lügt. Also... ich bin tatsächlich das, was sie euch sogar verheimlichen, und zwar der größte Politik-TikToker in ganz Deutschland gewesen. Ich bin der allergrößte gewesen, nicht aus dem Grund, weil ich Scheiße laber. Es gibt viele dumme Leute auf TikTok, wie es die aber auch auf YouTube gibt, und ich glaube, ich wäre nicht der größte gewesen, wenn ich keine Ahnung hätte von dem, was ich tue. Naja, es geht halt auch viel bei TikTok einfach um Polarisieren, ne? Und nicht umsonst ist man, ja gut, ist man umsonst Thema gesperrt? Ja, viele Sperren sind schon unnötig, ne? Stimmt nicht, tatsächlich. Könnt ihr euch meine Videos auf diesem Kanal auch anschauen? Ich habe dutzende aufklärungsbasistechnische super Videos gemacht. Aufklärungstafel, ja, was laber ich? Auf jeden Fall habe ich einige Videos gemacht, die, ja, sag ich mal, würde ich schon behaupten, perfekt sind. Ich habe das Ganze auch gelernt, also ich weiß auch, wovon ich rede, und ja, aber ja, darum geht's heute nicht. Ja, ich find's aber auch gut, dass er wirklich auch bodenständig ist halt. Das finde ich, ist an Ahmad auch wirklich so eine Eigenschaft, die ich an ihm schätze, ne? Der wirklich auch einfach sagt, ey, ich bin einfach hier ein YouTuber, ne? Wer halt der Beste, weil ich habe es auch gelernt, bin auch krasser als alle anderen. Habe ich euch schon in meinem letzten Video gezeigt. Es geht heute um die YouTuber, die... ja, euch alle angelogen haben wieder mal. Also von A bis Z, wirklich. Die YouTuber tun ja alle so, als wäre ich dumm, als würde mich niemand ernst nehmen, weil meine ganzen Videos, zum Beispiel KuchenTV bringt immer das Argument, dass meine Videos alle ja so gedisliked werden und so. Du hast es selber mal in einem Video von dir erklärt. Wenn du schon das Argument nimmst mit Dislikes-Like-Ratio, dann bitte verstehe, dass das Add-on, was man benutzt, nur eine Einschätzung ist. Jedes meiner Videos ist nicht so, wie du gesagt hast, schlechter bewertet. Ich kann es dir hier zeigen. Die Videos sind alle über 50%. Hä, bei mir hat das aber immer geliked, tatsächlich. Alles grün. Es stimmt einfach nicht, was.
Okay, warte, jetzt gucke ich mal hier im neuesten Video mal von mir. Das interessiert mich jetzt dann doch mal. Warte, ich gehe mal hier kurz in die Talkrunde. Hallo. Tut mir leid, dass ihr mich sehen müsst. So groß. So, geh mal hier zurück. Dankeschön, Stay Army, für den Tier One Sub. So, also mein neuestes Video hat, boah, Junge, 68% Likes, Alter, heftig, was geht. So, ich gehe hier mal auf KroneV. Okay, also wir sehen hier 25 Dislikes. Junge, einfach krankes Video. Hier ist auch Platz 4 von 10. Okay. So, und laut YouTube hat das Video Analytics, kann das überhaupt irgendwo genau sehen? Ich weiß gar nicht. Interaktion wahrscheinlich, ne? Mag ich nicht, Bewertung 35. Stimmt, lol, es sind sogar ein bisschen mehr. Ach krass, ist mir nie aufgefallen, tatsächlich. Weil sonst war das bei mir immer sehr, sehr akkurat. Also es sind halt 10 mehr, ne? Aber dass das dann so viel unterschiedlich ist, das wusste ich gar nicht. Jetzt muss ich allerdings das Video neu suchen, weil ich habe aus Versehen keinen neuen Tab geöffnet. Ich frage nicht, was ihr alle sagt. Ihr müsst verstehen, nur ich kann über YouTube Studios die echten Likes und Dislikes sehen. Das, was ihr seht, ist eine Einschätzung. Das heißt, ihr habt alle Videos gegen mich gemacht. Alle. Und ihr habt es nicht geschafft, obwohl ich eigentlich TikToker bin. Aber einmal hat Ahmad auf jeden Fall selber die Bewertung eingeschaltet. Beim Kaiser-Video. Da hat er gelogen auf jeden Fall. Neu auf YouTube, sage ich mal, wie ihr sagt. Habt ihr es nicht geschafft, dass es unter 50% Likes ist? Das zeigt ja, dass ich auch eure Zuschauer überzeugt habe. Und ich bin ja klein im Gegensatz zu euch, wie ihr sagt. Ihr seid ja alle so... Le Probop, danke schön. Junge, was hat das denn damit zu tun, ob man jemanden überzeugt hat oder nicht? Es bewertet ja auch erstmal nicht jeder und anscheinend wird eh sowieso nicht mehr so viel gedisliked. Selbst wenn du nur 10% Dislikes hast, die Frage ist ja, wie viele Zuschauer gehen wirklich rüber? Und wenn, dann würde ich halt eher darauf achten, sind die Kommentare positiv oder nicht. Phil, danke schön. Und so. Ich habe gerade mal 100.000 geknackt. Aber genug davon, weil um Likes und Ratios geht es heute nicht, denn es geht heute um Fakten. Kommen wir direkt zum ersten Stay. Der hatte mir ja sogar vorgeworfen bei meinem Kaber-Video, hatte er mir vorgeworfen, dass ich homophobe und transphobe Äußerungen geäußert haben soll. Ich habe dann in meinem letzten Video ihn von A bis Z exposed, alles aufgezeigt und in meinem vorletzten Video auch. Er hat bei beiden Videos nicht drauf reagiert und gesagt, er will mir den Klick nicht gönnen. Er hat es einfach ignoriert. Nachdem er auf alle meine Videos reagiert hat und auf alle Videos gegen mich, außer auf die Vorwürfe gegen ihn, die blendete er einfach aus. Ich habe einfach von ihm von A bis Z exposed, guckt euch mein letztes Video an. Aber damit ihr auch selber seht, was die Wahrheit ist, er hat gesagt, ich habe homophobe Basis gehabt in dem Video und so weiter. Das war das Video nochmal. Anstatt zu versuchen, wirklich gegen Homophobie zu kämpfen, also was von vielen muslimischen jungen Leuten sogar ein Problem ist, Homophobie, weil sie glauben, dass man diese Menschen diskriminieren darf. Warum geht man das Problem nicht an der Wurzel an? Warum klärt man nicht auf? Warum macht man sowas? Da seht ihr ganz klar, in dem Video ging es nur um zwei Punkte. Islam verteidigen und gegen Homophobie ankämpfen. Ein Video, das aussagt, dass man gegen Homophobie kämpfen soll, ist homophob. Wie funktioniert das? Weil ich ein Kunstwerk kritisiere. LGBTQ-Cover, was die Muslime verletzt. Merkt ihr selber, ich brauche nicht mehr dazu sagen. Und übrigens nochmal, ich hatte in meinem letzten Video sogar gezeigt, dass ich mich dauerhaft für Schwule, Lesben und so weiter eingesetzt habe. Da gab es so manche lustige Nachrichten, die mir geschrieben haben. Ja, also dazu erstmal, weil das ist irgendwie so ein schwammiger, geht direkt ins nächste Thema. Ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass ich das von Stay nicht cool finde. Da stehe ich tatsächlich hinter Ahmad. Das habe ich in einem anderen Video auch schon gesagt gehabt, was aber komischerweise gelb ist für YouTube ganz plötzlich, weil es Ahmad ist anscheinend, keine Ahnung. Ja, tatsächlich sehe ich das tatsächlich halt wie er. Also ich finde auch, dass wenn du die ganze Zeit auf jemanden reagierst und das auch negativ machst, dass du der Person dann halt auf jeden Fall auch eine Chance geben solltest, dass er sich irgendwie nochmal dazu äußern kann. Und ich finde halt die Aussage, ja, ich will ihm aber keinen Klick gönnen, finde ich, ist halt einfach arrogant und dumm. So, du hast ihn doch vorher so auf 4, 5 Videos reagiert und ganz plötzlich ist er dann den Klick nicht mehr wert oder was. Finde ich tatsächlich auch uncool. Wir haben ja das Video zu Stay auch gesehen. Ich finde, einige Aussagen fand ich in dem Video auch nicht gut, aber ich finde, mit einigen Punkten gegen Stay hat er auf jeden Fall recht gehabt. Also das ist so der einzige, wo ich sagen würde, ja, hat schon ein paar legitime Punkte. Und ja, finde es dann halt auch sehr, sehr schade von Stay dann einfach halt zu sagen so, nö. Ich feiere dich trotzdem. Ein ganz klares Statement in diesem Statement nochmal. Bro, wenn ich etwas gegen diese Menschen habe, würde ich sagen, ich habe nichts gegen diese Menschen. Deswegen verteidige ich sie regelmäßig. Das Einzige, gegen was ich habe, ist Menschen, die damit provozieren, die das aus so übermäßig zeigen, die andere Menschen belästigen, die auf die Straße gehen. Ihr habt wahrscheinlich diese Videos gesehen, gegen diese Menschen habe ich was. Ich habe schwule Freunde, ich habe gegen die nichts. Warum sollte ich was dagegen haben? Mich interessiert nicht, was sie in ihrem Schlafzimmer machen und an jeden anderen von meinen Freunden, Brüdern und Zuschauern. Lass diese Leute einfach leben. Bei denen ist es genauso wie bei uns zum Beispiel, wenn ich über Muslime rede. Muslime wollen auch nur ihren Glauben ausleben. Schwule und so weiter wollen einfach nur ihre Sexualität ausleben. Solange sie niemanden anderes damit bedrängen oder schaden, lass sie bitte... Er guckt gar nicht in die Kamera, ne? Ich glaube, er guckt in sein... hier,
da wo man sich selber sieht. Einfach leben. Lasst uns Muslime in Ruhe. Lasst uns Schwule und Lesben und so weiter. Lasst uns in Ruhe. Niemand hat was gegen diese Leute. Ich habe sogar ein ganzes Video gemacht, wo ich Witze gemacht habe sogar über dieses Thema. Und sogar in diesem Video, wie ihr hier sehen könnt, habe ich über Homophobie aufgeklärt. Wisst ihr, ich unterstütze LGBTQ voll und ganz. Also wirklich zu 100%. Ich stehe dahinter. In manchen Ländern werden die verfolgt. Auch aus meinen Ländern, also aus arabischen Ländern. Und da bin ich 100% dagegen. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Warum müssen viele auf TikTok LGBTQ-Mitglieder sagen, dass sie schwul sind, lesbisch sind? Wen interessiert das, was du in deinem Schlafzimmer machst? Es interessiert doch niemanden. Genug zu Stay. Ja gut, aber da muss man sagen, ich finde das schon gut, wenn man halt offen damit umgeht, weil indem du halt quasi dich selber outest und sagst, hey, guck mal, ich bin schwul, lesbisch, whatever, normalisierst du das Ganze halt, ne? Weil es dann natürlich auch einfach in der Gesellschaft her halt einfach als normaler gesehen wird. Wenn es halt, wenn du selber viele Leute kennst, dann merkst du halt, hey, das ist ja was ganz Normales, ne? Als wenn du jetzt, wenn jetzt alle so im Untergrund bleiben, sag ich mal, ne? Und ich sag mal, wenn, also vielen Leuten hilft das ja auch selber offen damit umzugehen, eben weil die ja verfolgt werden, weil die vielleicht gemobbt werden, deswegen so. Deswegen finde ich das immer sehr stark, wenn Leute sich da halt outen, ne? Habe ich sowieso schon von A bis Z exposed. Wie gesagt, schaut euch das andere Video an. Kommen wir jetzt zum nächsten Kandidaten, zu Alpha Kevin. Ja, der Typ. Bin ich wieder der Letzte oder was? Wirklich so sehr hochgenommen, das ist nicht mehr normal. Ich hatte schon ein Video zu ihm und Kaiser gemacht. Wie sehr sie der, ich habe den so sehr hochgenommen. Oh Junge, das ist so krank, wie ich den hops sich blamiert haben, aber jetzt werdet ihr von alleine geschockt sein. Ich hatte ja schon seine Lügen aufgezeigt, wie gesagt, dafür habe ich auch ein separates Video gemacht, schaut es euch bitte an. Aber Alpha Kevin hat letztens ein Video gemacht zu Egli Schröder und ich brauche dazu nicht viel sagen. Ich werde euch jetzt zwei Clips zeigen und ihr könnt dann selber entscheiden. Alpha Kevin hatte vor einigen Wochen ein Video gegen mich gemacht, wo er mich kritisiert hatte, weil ich ein Video gegen einen ekligen Typen gemacht habe, der älter ist, der was mit Minderjährigen hat. Ich habe mir Momudis Video angeschaut, ich habe mir dutzende Clips auf TikTok angeschaut und dieser Typ wird gerade gecancelt, mehr oder weniger, weil er selber in der Öffentlichkeit erstmal angefangen hat, mit irgendwelchen jungen Mädchen ihn an bestimmte Stellen zu greifen. Könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Also er bezeichnet Igli als pädophilen alten Mann, weil er eine Volljährige begrapscht, die ist aber scheinbar auch noch okay. Leonard, danke schön. Dann hat Alpha Kevin vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen, wo er diesen Typen kritisiert. Hier ist das Video von Alpha Kevin. Ey, ich meine, wenn die volljährig sind, das mit sich machen lassen, sollen die doch machen, was sie wollen. Aber musst du es wirklich auf TikTok öffentlich zeigen, wie du der einen einfach in die Hose fasst? Muss ich noch etwas dazu sagen? Okay, Leute, gut, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich schwierig. Ich guck mal nochmal, was genau hat er beim ersten kritisiert. Ich gebe einfach Kevin nochmal die Chance. Der älter ist, der was mit Minderjährigen hat. Ich habe mir Momudis Video angeschaut, ich habe mir dutzende Clips auf TikTok angeschaut und dieser in der Öffentlichkeit erstmal angefangen hat, mit irgendwelchen jungen Mädchen ihn an bestimmte Stellen zu greifen. Könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Also er bezeichnet Igli als pädophilen alten Mann, weil er eine Folge. Ja, okay, gut, da ging es halt um das Pädophilen, ne? Das muss man dazu sagen. Alpha Kevin hat einfach generell kritisiert, dass sowas hochgeladen wird. Da ging es halt nur darum, dass der halt pädophil ist und nicht, dass der, also dass er jetzt generell dieses Video gemacht hat, ne? Also die Hose fast. Muss ich noch etwas dazu sagen? Leute, ja, ist halt ein Unterschied, ne? Safe. Heute sind die größten Heuchler der Welt. Dieser Typ hat einfach 1:1 das gesagt, was ich in meinem Video gesagt habe. Die Kommentare waren sogar voll mit, hört jetzt gut zu. Guck mal von alleine, die Alpha Kevin Zuschauer, von alleine. Ich bin absolut das Gegenteil von einem Ahmad-Fan. Aber ihr habt ihn alle gehatet für unter anderem diese Anschuldigung. Nein, das stimmt doch gar nicht. Man hat ihn gehatet für die Pädophilie-Anschuldigung. Die haben mich alle dafür gehatet. Ich hab Alpha Kevins Video leider nicht geguckt tatsächlich, weil mich Igli Schröder auch einfach gar nicht interessiert. Vielleicht hat irgendwer gesehen, der hier im Chat ist. Dann könnt ihr ja mal sagen, ob er die Pädophilie hat er wahrscheinlich gar nicht erwähnt. Das haben die Zuschauer selber gecheckt. Da wird Ahmad ja wieder was zu berichten haben. Er hat es schon gesagt, keiner hat ihm geglaubt. Kevin hat es als lächerlich hingestellt mit der Minderjährigen. Aber passt, jetzt sagt er sogar was anderes. Alle haben es gecheckt, alle von alleine. Wirklich, das fühlt sich an wie eine Simulation. Und die Leute haben mittlerweile immer mehr und mehr gecheckt. Ja, er will es nicht verstehen. Und dann zeigt er wieder 2-3 Kommentare von Leuten, die die Kritik auch nicht verstehen. Ich weiß nicht so, was diese Leute für eklige Maschen machen, um einen Menschen zu diskreditieren. Und dann habe ich das sogar Alpha Kevin kommentiert unter seinem Video und er schreibt, du wurdest kritisiert, weil du ihn ohne Grund der Pädophilie bezichtigt hast. Wie kannst du das immer noch nicht verstehen? Digga, guck mal, Alpha Kevin erklärt es jetzt sogar in dem Kommentar und Ahmad blendet das ein und er wird es jetzt trotzdem nicht verstehen. Dann hat er wieder sich natürlich darauf bezogen, nur wegen dem Wort Pädophilie. Sonst war das ganze Video gut. Aber ihr habt doch gerade gesehen, ich hatte die Clips, die ich eingeblendet habe, die gingen gar nicht um Pädophilie. Da hat Alpha Kevin gesagt, ey, diese Leute, solange sie volljährig sind und so, kann Igli Schröder machen, was er will.
Moment, Digga, er hat doch ganz klar gesagt, ihm deswegen Pädophilie vorzuwerfen. Du hast es doch gerade selber eingeblendet. Digga, du hast es selber eingeblendet. Ey, ich meine, weil er selber an bestimmte Stellen zugreifen, könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Also, er bezeichnet Igli als pädophilen alten Mann, weil er eine Volljährige begrapscht, die... Das ist der Punkt. Der, er sagt es sogar, du blendest es doch selber ein. Igli Schröder machen, was ey, er es will. Ist da unfassbar. Hat er mich wegen dem generellen Video. Da ging es gar nicht um die Pädophilie. Alpha Kevin meinte, mein Video war wirklich allgemein scheiße. Und dann labert er mit diesem Mädchen, sagt genau das gleiche, dass er es eklig findet. Aber ein paar Wochen davor, als ich gesagt habe, dass ich es eklig finde, obwohl sie volljährig sind, habe ich extra erwähnt, hat er gesagt, es ist nicht schlimm. Er hat ihn damals noch verteidigt gehabt. Wie kann man so ein Eigentor schießen? Maestro hat ihn auch übrigens exposed. Dann hat Alpha Kevin sich versucht, verzweifelt noch rauszuwinden, hat aber auch nicht funktioniert. Da hat Maestro auch seine Doppelmoral aufgezeigt, könnt ihr euch anschauen. In dem Sinne gehen wir direkt zu seinem Freund und Helfer Kaiser, die sich gegen mich verschlossen haben. Wahrscheinlich noch wisst, hatte ich Marius exposed und Geparke, weil sie beide eine Schwangerschaft und eine Fehlgeburt im Anschluss sogar gefaked haben. Kaiser kam um die Ecke und hat... Ich fasse es nicht, dass ich gerade fast dachte, Ahmad könnte einen Punkt haben. Digga, ja Mann, der Kommentar ist so akkurat. Ich dachte mir auch so, oh, jetzt hat er ihn. Aber dann hat man sich den Clip doch nochmal zweimal angeguckt und dann war, Digga, Videoschiedsrichter, tut mir leid, kein Punkt. Hat gesagt, du hast doch gar keine Beweise dafür, dass sie eine Schwangerschaft gefaked haben. Kaiser hat mich versucht quasi in seinem Video so als richtig ekligen Typen darzustellen, der einfach Menschen eine Fehlgeburt vorwirft in so einem ernsten Thema, wo ich selber sogar erklärt habe, dass es ein ernstes Thema ist, weshalb die eklig sind. Und Kaiser hat halt versucht, den Spieß umzudrehen und zu sagen, dass ich eklig bin, weil ich ihnen das vorwerfe ohne Beweise. Könnte man denken, dass ich wirklich eklig bin? Und dann habe ich Beweise nochmal gezeigt, weil Kaiser mein Video nie geschaut hatte. Ich habe gezeigt, dass zum Beispiel Geparke sich selber über die Fehlgeburt lustig macht, dass zum Beispiel Geparke selber gesagt hat, ich habe Marius Dödel noch nie gesehen und so weiter, dass sie es zugegeben hat. Und dass sogar Marius selber zugegeben hat, dass er sich entschuldigt für diese ganze Fake-Scheiße, die er gemacht hat. Ratet mal, was Kaiser in seiner Reaktion dann dazu gemacht hat. Alpha Kevin und Kaiser haben dann keine Videos mehr als Antwort gemacht, nur eine Reaktion. Wisst ihr, was der in seiner Reaktion gesagt hat? Haltet euch fest, ihr werdet diese... Tja, das könnten doch auch einfach Jokes sein, bei dir ist doch auch immer alles lustig, oder nicht? Also ich weiß, ich bin da nicht drin, aber ja, safe, da habe ich aber auch schon... Da habe ich aber auf jeden Fall tatsächlich auch gesagt gehabt, es liegt schon sehr auf der Hand, dass sie das gefaked haben. Leute danach deabonniert, gebt euch das. Hier mal ganz kurz einfache Biologie. Wenn eine Frau von jemandem schwanger sein sollte, ja. Marius und Geparke, dann muss sie Marius Dödel irgendwann mal gesehen haben. Sie hat den Dödel von ihm nicht mal gesehen. Aber sie können doch im Dunkeln. Oh, shit. Was ist mit blinden Menschen? Können die nicht schwanger werden? Ich zeige Beweise, ganz klar. Oh, ja, okay, gut. Das ist aber auch wirklich schlecht argumentiert. Das muss man aber auch sagen. Wir können ja auch im Dunkeln sein. So, keine Ahnung. Also ich würde auch Ahmad da tatsächlich den Punkt geben. Also ich bin jetzt bei dem ganzen Thema nicht drin. Ich kann mich aber auf jeden Fall noch dran erinnern, dass Ahmad, also es war tatsächlich so, ne, dass Ehren-Marius oder wie auch immer die heißen da gesagt hat, so ja, sorry für die Fake-Scheiße und sie echt gesagt hat, so ihr habt deinen Dödel noch nie gesehen. Und ich glaube, irgendeine bekannte Rapperin oder so war da auch mit in irgendeinem Video. Also da muss ich tatsächlich halt zugeben, dass ja Ahmad recht hat, das ist sehr wahrscheinlich gefaked gewesen. Da würde ich ihm auf jeden Fall den Punkt geben. Beweise und dann kommt sowas wie blinde Menschen, Schwester Eva, stimmt. Sex haben, dann haben die deren Dödel auch nicht. War mir gerade nicht sicher, ob die das war. Ich dachte so, nee, das war doch nicht Schwester Eva, oder? Gesehen. Ich habe keinen Bock mehr. Das war's. Geht die abonnieren, guckt deren Videos. Die sind so gut recherchiert. Das kannst du keinem erzählen. Das ist so. Kaiser und seine Freundin haben mehr gesagt, Ahmad hat wieder zurechtgeschnitten. Ja gut, das kann natürlich sein, aber trotzdem würde ich auch mal den Punkt geben hier. Ey, ihr müsst. Das kann nicht sein. Für all die Argumente und Beweise, die ich gezeigt habe, kam keine Rechtfertigung mehr. Der wusste nicht, was er da sagen soll. Der wusste es nicht. Ich mache normalerweise nie Werbung für andere Leute, also für Bastarde. Aber guckt... Jetzt war er wird hier beleidigt? Guckt die Reaktion von Kaiser bitte an. Tech hat schon am Anfang reingeschrieben. Am Anfang hat er gesagt, er findet es doof, dass er beleidigt wird, beleidigt jetzt selber. Guckt euch die an, das ist so ein Trauerspiel. Ihr werdet geschockt sein, geht es euch anschauen. Und wisst ihr, was ich noch entdeckt habe? Wenn ihr denkt, die Doppelmoral endet hier, nein. Ich habe entdeckt ein Video, deutsche TikToker faken Schwangerschaft für Klicks. Ist ein faktenbasierter Satz, sie faken Schwangerschaften für Klicks. Wisst ihr, wer in dem Video vorkommt? Ich zeige euch mal ein Thumbnail von Ellotrix. Der hat auf dieses Video von Kaiser reagiert. Wen sehen wir denn da? Marius und Geparke. Da hat er sich selber darüber lustig gemacht und die ganze Zeit gesagt, ja, das ist höchst
höchstwahrscheinlich gefaked. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Da hat er genau das gesagt, was ich gesagt habe. Aber er wusste nicht, dass es... Ja gut, das Video habe ich leider auch nicht gesehen, aber wenn das stimmt, ist das auch schon... Noch viel mehr Beweise, weil der Typ nicht recherchiert. Der hat die ganzen Beweise, die ich gezeigt habe, zum ersten Mal gesehen. Guckt euch die Reaktion an. Er guckt auf einmal mit großen Augen. Scheiße. Die Beweise kannte ich alle noch gar nicht. Und ihr glaubt mir nicht, dass Kaiser nicht recherchiert? Habt ihr euch mal sein neuestes Video angeschaut, was er vor 2 Tagen hochgeladen hat? Vor ein paar Tagen? Guck mal alleine den Anfang seines Videos. Ich habe einfach mal genau das gleiche gemacht, wollte so seinen Kanal schauen und schauen, wie gut er recherchiert. Ich musste mir nur das neueste Video anschauen in den ersten 2 Minuten und habe schon gesehen, dass der dümmer und schlechter recherchiert als jeder andere, den ich kenne. Guckt einfach diesen... Ja, ich bin nicht der schlechteste Recherchierer. Boah, den Clip an. Es geht um Pummelfee86. Das ist diese gute Frau, die ist Barkeeperin und die lässt anscheinend immer so nebenbei die Streams laufen. Und sie hat auch eine Menge Zuschauer. Zuerst habe ich auch gar nicht verstanden, warum. Ach so, Kaiser. Na gut, bei Pummelfee hätte man natürlich interpretieren können, dass der Kanal einer Frau gehört, weil Pummelfee hört sich natürlich sehr weiblich an. Der Kanal gehört nicht dieser Frau. Ey, das tut so weh. Wirklich, mit meiner kaputten Nase und auf den Drogen, auf denen ich bin, habe ich besser in einer Millisekunde recherchieren können als du. Hallo, moin. Ich bin der Lars, 36 Jahre jung und lebe in Bremen. In meiner Steimkneipe streame ich bla bla bla. Pummelfee 86. Ja. Da muss man sagen, hat Ahmad auf jeden Fall einen Punkt. Das ist wirklich schlecht recherchiert von Ahmad gewesen. Junge, also ich weiß nicht, also der Part gegen Kaiser, muss ich einfach mal anerkennen, finde ich jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Lars, ja. Man sieht sogar auf dem Profilbild, dass es dem Mann gehört, der gegenüber von der Frau sitzt, nicht die Frau, die Kaiser da zeigt. Er hat nicht eine Sekunde damit verschwendet, überhaupt auf das Profil raufzugehen. Wollt ihr noch mehr Beispiele? Soll ich seinen ganzen Kanal jetzt auseinandernehmen? Das war sein neuestes Video in den ersten 2 Minuten und die versuchen so kleine... Weil man natürlich aber auch schon sagen muss, dass das jetzt auch nur ein relativ kleiner Punkt ist. Also ich will das in dem Punkt gar nicht runter machen oder so. Aber er sagt jetzt so, ja, der recherchiert immer so schlecht. Ja, das war jetzt ein Punkt halt, ne? Möglichkeiten bei mir zu finden, die ich widerlege. Er hat das Wort Pädophilie dort benutzt. Er hat das gemacht. Ihr seid so schlecht. Ihr seid schlecht. Ich hab's euch allen gesagt. Jetzt haben sogar die Hater eingesehen. Jetzt können noch nicht mal mehr die Hater diese Leute verteidigen. Aber das war's noch nicht mit Kaiser. Für dich habe ich was ganz Besonderes vorbereitet. Er hat sich ja darüber beschwert, dass ich so ein paar fetten Jokes gemacht habe über Marius. Weil Marius halt Zuschauer manipuliert hat, ein so ernstes Thema wie Fehlgeburt ausgenutzt hat. Ist halt sehr, sehr eklig. Und... Ja, ja, safe, ne? Was natürlich wack ist, ist, dass er jetzt das generell als Argument nimmt, ja, guck mal, der hatte einen Fehler gemacht, deswegen sind jetzt alle Videos schlecht, ne? Das geht natürlich nicht. Ja, er hat sich dann darüber beschwert, dass ich ihn ab und zu mal so ein paar Jokes gemacht habe. Dann setzt sich Kaiser dorthin in seine Reaktion und macht sich dauerhaft mit seiner Freundin über mich lustig und geht auf mein Aussehen. Du bist der Inbegriff von jemandem, der einen Conditioner benötigt, Ahmad. Schwulbreak, Video Farbe 2.0. Ach so, okay. Die geht die ganze Zeit auf meine Haare und sagt, meine Haare sind hässlich. Die ganze Zeit. Ein Kommentar. Man sagt sich, meine Haare sind wie Stahlwolle und so weiter. Ich bin der Inbegriff wie jemand, der einen Conditioner braucht. Du bist der Inbegriff von jemandem, der einen Laufband braucht. Junge, was redest du da? Okay. Wenn sie noch ein bisschen zunimmt, dann ist es genauso wie bei Geparke und Marius nicht mehr physikalisch möglich. Ich könnte... Ich finde die jetzt nicht dick, aber ich finde den Front lustig. Das ist euch nicht ausmalen. Diese Leute beschweren sich über meine Witze, sind selbst aber nicht besser. Die sitzen da und machen sich über mein Aussehen lustig. Und ganz kurz, für dein Fettsein kannst du etwas, okay? Für meine Haare kann ich nichts. Hör auf, weniger... Na doch, du könntest einen Conditioner nutzen, ne? Zu essen. Lass meine Haare in Ruhe, yo. Das hat mich verletzt. Egal, jetzt ja, ist es. Ja, Frisur, ich kann mir meine Frisur nicht aussuchen. Die Frisur hat mich ausgesucht. Witz gegen Witz, fette Kuh. Und wie gesagt, diese Reaktion ist wirklich ein Free-Content. Aber ich will nicht so sehr auf seine Freundin gehen, weil sie hat ja... Okay, sie hat doch was damit zu tun. Sie hat ja mitgemacht bei der Reaktion und sich über mich lustig gemacht. Aber eine Sache kann ich euch nicht entgehen lassen. Guck mal, wie seine Freundin das Kopftuchverbot versucht hat, rechtfertigen. Hat das nicht vorwiegend sicher... Also, nehmen wir mal her, du darfst kein Kopftuch tragen in der Küche, sondern musst ein Haarnetz tragen. Dann hat das Hygienegründe und keine Diskriminierungsgründe. Ja eben, ja, oder du bleibst hängen zum Beispiel, wenn du in der Fabrik arbeitest. Das ist doch einfach nur Sicherheitsgründe und Hygienevorschriften. Ey, Digga! Okay, das ist halt wirklich dumm. Sorry. Oh mein Gott, ich darf nicht lachen, aber ich kann nicht anders. Wenn 2 Hauptschüler da sitzen und über Politik reden, sie sagt, wenn zum Beispiel in der Küche aus Hygienegründen man ein Haarnetz tragen muss, statt ein Kopftuch. Oh mein Gott, ich blute, glaube ich. Ein Haarnetz statt ein Kopftuch. Digga, weißt du, was ein Kopftuch ist? Ein Haarnetz statt ein Kopftuch. Du weißt, das Kopftuch ist dafür da, die Haare zu verdecken. Die Haare sind alle weg. Wie ein Haarnetz.
Diese Reaktion ist Free Content. Genug von Kaiser und seiner Freundin. Wir gehen jetzt weiter. Das Beste kommt zum Schluss. Ja, da muss man auch. Also eher kein Front geht's gegen Kaiser oder so. Ich war immer noch geiler YouTuber, sehr sympathisch. Aber ich finde tatsächlich, dass die Argumente von Ahmad in dem Video sehr gut sind tatsächlich, ne? Ratet mal wer. Er fängt an mit F und endet mit Schläger. KuchenTV. KuchenTV will irgendwie wieder Hype und macht die ganze Zeit Videos über mich. Der hat schon 4 oder 5 Videos gemacht über mich, auf die ich bis jetzt noch nicht mal richtig geantwortet habe. Er ist halt traurig, dass er seinen Hype verloren hat, seitdem er zugegeben hatte, dass er seine Frau gehauen hat. Für jeden, der es vergessen hat. Und übrigens, das sagt nicht nur ich. KuchenTV sagt selber, er macht nur Videos über mich, weil die halt Klicks bringen. Hat er letztens in seiner Reaction gesagt. Er hat sogar ein Video zu meinem... Ja, Digga, safe. Also... Er ist doch auch dumm, wenn nicht. Also, ich weiß doch, was bei meinen Zuschauern ankommt, Bruder. Das ist halt immer noch, wie heißt das, mein Business. So, ich verdiene mein Geld damit. Natürlich mache ich halt genau Werbung jetzt. So kommt jetzt Werbung, Alter. Ja, ich muss da, glaube ich, mal irgendwas umstellen oder so bei Twitch. Keine Ahnung, irgendwie vor. Ich warte einfach kurz. Beziehungsweise, ich rede einfach, dann gucken wir das Video nicht weiter. Natürlich mache ich halt nur Videos über Themen, wo ich halt weiß, dass die halt ankommen. So, ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein Video machen würde, warum der Himmel blau ist und das kriegt 20.000 Klicks, so, was soll ich damit? So, ist doch klar, dass ich halt darüber mache. Und guck mal, 17.000 Aufrufe für KuchenTV Uncut ist gerade voll stabil. Und das Video war gelb. So, das wird auch noch schlechter eingerankt dann, ne? Ein Kommentar gemacht unter einem Video von ihm. Ein Kommentar, einen geschriebenen Kommentar hat er ein ganzes Video gemacht. Er sagt selber, er macht das nur, weil ich Klicks bringe. Und das weiß er auch. Aber das Problem ist, ich bringe euch alle Klicks, Digga. Stay hat auf seine Reaktion über mich 300.000 Aufrufe gemacht. Ihr bringt mir aber keine Klicks. Wenn ich über TikToker Videos mache, ganz normal, bringen die mir 1000-mal mehr Klicks. Deswegen ist es auch das abschließende Statement. Aber wie gesagt, KuchenTV hatte seine Frau damals gehauen. Sie hatte Bilder gepostet von ihren Wunden und ihren Verletzungen. Sie hatte sogar einen Livestream gemacht. Aber zensiert, das finde ich korrekt. Wo sie zugegeben hat, könnt ihr hier sehen. Dort hat sie in einem Livestream sogar gesagt, was KuchenTV alles mit ihr gemacht hat. KuchenTV konnte irgendwann mal den Druck der Öffentlichkeit nicht mehr ertragen halt, weil er sehr viel Gegenwind bekommen hat. Hat sich hingesetzt und ein weinendes Video gemacht. Gut, da ist der, will ich mich angucken, Digga, cringe, ja, also übelst. Und alle waren gemischte Gefühle, er ist halt ein Frauenschläger jetzt. Und was ist danach passiert? Er hat sich... Aber warum bin ich denn ein Frauenschläger? Also nehmen wir mal an, das wäre passiert. Dann habe ich eine Frau geschlagen. Bin ich dann nicht ein Frauenschläger? Also du redest halt von der Mehrzahl, aber das stimmt doch gar nicht. Hingesetzt und gesagt, das war alles nur ein soziales Experiment. Ich habe das gemacht, um ABK 1 auszuwischen. Obwohl es schon klar war, dass er seine Frau gehauen hat, weil es halt Beweise gab. Vor allem, also jetzt mal Retalk, also was ist jetzt auch dein Punkt? So, keine Ahnung. So, du holst jetzt halt so eine Geschichte von vor einem Jahr wieder raus, die auch niemanden mehr interessiert. So, wir haben es alle mitbekommen. So, keine Ahnung, was willst du jetzt? So, geh doch mal auf deine Islamfeindlichkeit, Digga, bin ich dumm, geh doch mal auf deine Judenfeindlichkeit ein, so, hä? Ey. Die Frau hat zugegeben, es gab Wunden und so weiter. Und KuchenTV sagt, das war alles nur ein soziales Experiment. Ja, das war's. Warum erzähle ich euch das alles? Nicht nur, um zu zeigen, dass so ein widerlicher Mensch mich da die ganze Zeit versucht runterzumachen. Nein, Bro, ich zeige euch das, weil er mich doch letztens kritisiert hatte, wegen meinem angeblichen sozialen Experiment, was so schlecht war, was gar keins war. KuchenTV setzt sich hin und kritisiert mich wegen einem angeblichen sozialen Experiment, was ich nur gemacht haben soll, um davon abzulenken, dass es ernst gemeint war. Also er sagt, ich meinte, ich habe halt Scheiße gelabert und wollte mich rauswenden. Aber er vergisst, dass er vor jetzt einem Jahr nicht mal so ein soziales Experiment hatte, wo er seine Frau gehauen hat. Was ist das denn für ein Eigentum? Ja gut, Digga, zu der Zeit ging es mir psychisch nicht gut. Ich habe sie halt nicht gehauen und habe das auch nicht gemacht, weil ich dem öffentlichen Grund, Druck nicht aushalten konnte. Ja, lange Geschichte, so kurz gesagt, weil ich habe auch keinen Bock, so ewig darauf einzugehen. So sollte das halt ein Liebesbeweis sein, ne? Also, ja, weil... Ne, keine Ahnung, lief halt nicht gut zu der Zeit und ich dachte so, oh, was muss ich jetzt machen irgendwie, keine Ahnung, war einfach alles dumm. So, das Ding ist aber, was ist jetzt dein Punkt? So, was möchtest du jetzt? Also, gehen wir mal auf sein soziales Experiment ein. Du hast ein Video gemacht gehabt, wo du gesagt hast, jo, hört mal zu, hier, ApoRed, ne, warum hatet ihr den? Dann hast du ein Video gemacht, eine Auflösung, wo du meintest, ja, das ist ein soziales Experiment, ich wollte nur zeigen, dass wenn man irgendwie gehatet wird wegen solchen Sachen, wenn man irgendwie mal den Falschen verteidigt. Dombeck, dankeschön, dass du hier dein Geschenk-Abo den 4. Monat reinhaust. So, und hast dann auch gesagt, ja, das war der erste Schritt von was Großem, denn es soll jetzt ein Andrew Tate-Video kommen, was übrigens auch bis heute irgendwie nicht gekommen ist, keine Ahnung. Und Kaiser hat auch in seinem Video damals bewiesen, dass du gesagt hast, dass du es erst als soziales Experiment hingestellt hast, aber dann irgendwie meintest, ja, nee, ich sehe das schon alles genauso, wie ich gesagt habe. So, vor allem, okay, das mit dem sozialen Experiment und alles, was ich da gemacht habe, war scheiße, das habe ich ja auch selber gesagt, also den Fehler sehe ich ja ein. Aber was ändert das jetzt an deiner Aktion? Hä? Also... Rechtfertige dich doch für deine Aktion, anstatt dann mich persönlich anzugreifen und davon abzulenken. Es geht doch jetzt gerade um dich.
Ich überlasse das mal euch, welches soziale Experiment schlimmer ist. Dass ich ApoRed verteidigt habe oder dass KuchenTV seine Frau gehauen hat. Könnt ihr selber entscheiden. Digga, was hat das denn mit Schlimmsein zu tun? Junge, ich darf doch trotzdem Dinge kritisieren. Hä? Also mein soziales Experiment ist ja nicht schlimm, deswegen ist doch okay, dass ich da gelogen habe, ey. Es ist echt... Keine Lust, jetzt ewig drauf einzugehen, deswegen nehmen wir jetzt im Eminem-Rap-God-Style KuchenTV von A bis Z schnell auseinander. Also ein Video von ihm war das Nona-Kanal-Video, was ich in meinem 40-Minuten-Video schon auseinandergenommen habe. Jetzt könnt ihr aber nochmal sehen, dass er gelogen hat, denn YouTube hat mein Video wieder hergestellt. Das zweite Nona-Kanal-Video ist online und hat übrigens 97% Likes. KuchenTV meint ja, wenn ein Video über 95% Likes hat, dann ist es gut. Es hat 97% Likes, könnt ihr euch anschauen, dann seht ihr, dass KuchenTV bei allem gelogen hat. Übrigens, Nona-Kanal, die Leute beschweren sich gerade darüber, dass ihre Klamotten immer noch nicht angekommen sind. Und Nona-Kanal vertröstet die Leute die ganze Zeit in ihrer Story und die Leute fordern sogar schon ein richtiges Statement. Nur mal so nebenbei. Einfach alles, was ich gesagt habe, ist, hat gestimmt und ist aufgegangen. Und die Hä? Der hat nie von Lieferschwierigkeiten geredet, oder? Die Beweise haben alle gestimmt. Die Leute haben nach mehreren Monaten immer noch nicht ihre Klamotten bekommen. Die ersten paar Leute haben jetzt erst ihre Klamotten bekommen. Und wir wissen ja, wann das alles her war. Und nicht nur die Leute sagen alle, dass sie enttäuscht sind, weil es waren viel mehr als diese Lieferverzögerungen, die angezeigt worden sind, sondern Nona sagt selber sogar, dass sie jetzt... Also ihre Preise auf einmal zu teuer sind, die Kleidung nicht gut sitzt. Enttäuscht. Hä? Aber es hat doch Nona nicht gepostet. Warum sollte Nona denn reinschreiben, Nona gibt zu? Also wenn ich eine Story mache, dann sage ich ja nicht, ich gebe zu. Die sich doch nicht so gut mit Stoffen auskennt und da noch nicht mal eine gute Stoffsünde gewählt hat. Und dass das doch nicht so alles ist, wie sie gedacht hat und so weiter. Es hat alles bestätigt, was ich gesagt habe. Und ein KuchenTV hatte mit Nona geschrieben. Digga, aber guck mal, das ist so dumm. Also erstmal, ich finde es halt auch cool. Es wird jetzt auch nicht eingeblendet, was Nona wirklich gesagt hat. Warum auch? Das wäre ja cool, wenn man wirklich noch Punkte in dem Video halt drin gehabt hat. Aber guck mal, nehmen wir jetzt mal wirklich an, die Stoffzusammensetzung wäre wirklich nicht gut gewesen. Das kann ja sein. Ich habe ja nie gesagt, dass die Qualität gut ist. Ich habe nur kritisiert, dass Ahmad nicht wissen kann, ob die Qualität gut ist oder nicht, aber er von Anfang an davon ausgegangen ist. So, und wenn die Qualität jetzt wirklich nicht gut ist, wenn die Preise wirklich zu teuer waren, sie wirklich schlechten Stoff genutzt hat und so weiter. Ey, das kann sein. Ich habe nie das Gegenteil behauptet. Aber du konntest das vorher nicht wissen. Das ist ein Glückstreffer gewesen dann. So, und ich finde es geil, dass selbst wenn sich das jetzt als richtig rausstellt, dass er dann so tut wie, ja, ich hab's ja gleich gewusst. So, Bruder, es ging darum, dass du keine Argumente dafür hattest. Alles, was du gesagt hast, ist, ja, das ist die gleiche Zusammensetzung wie bei, was war das, Shein? Ja, Bro, es gibt auch ein Lacoste-Shirt mit genau der gleichen Zusammensetzung. Ich glaube, dass die Qualität besser ist. Also die Punkte von ihm waren ja trotzdem schlecht. Ich habe ja nie gesagt, dass die Qualität von Nona gut ist, weil ich kann das nicht wissen. Ich habe noch nie was von Nona-Kanal in der Hand gehabt. Wobei ich gerne zwei Dinge in der Hand hätte. Egal. Hat alles bestätigt, was ich gesagt habe. Und ein KuchenTV hatte mit Nona geschrieben und die einfach jedes Wort geglaubt, was sie gesagt hat, einfach nur, um ein Video gegen mich machen zu können. Dann hat KuchenTV ein Israel-Video zu mir gemacht und mir Antisemitismus sogar vorgeworfen. Alleine, dass er diesen Begriff benutzt und damit die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs relativiert, ist schon eklig genug. Antisemitismus, Judenfeindlichkeit. Der Begriff, der so einen weiten Ursprung hat und in der Nationalsozialismuszeit angewendet worden ist. Bruder, Antisemitismus gab es auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, nur mal so nebenbei, aber das brauche ich dir ja nicht zu erklären. Wo Menschen verfolgt und getötet worden sind aufgrund ihrer Religionsangehörigkeit. So einen Begriff wirft er mir vor in einem Video, wo es gar nicht um Juden ging, wo es um das Leid der Palästinenser ging. Was soll ich dazu noch sagen? Und dann sagt er, ich benutze antisemitische Quellen. Schauen wir kurz in meine Quellenbeschreibung rein. Diese antisemitischen Quellen, die er meint, das hat er einfach von diesem anderen Reaktionär übernommen, dieser Huchenstern, der immer auf mich reagiert. Das sind keine antisemitischen Quellen. Amnesty International, Human Rights Watch. Das sind ganz normale Menschenrechtsorganisationen. Die UN. Das sind antisemitische Quellen. Deswegen ist mein Video falsch. Was soll ich dazu sagen? Jemand, der eine Apart... Bruder, um jetzt... Dings, da vollständigkeitshalber drauf einzugehen, weil ich bin ein netter Typ, Bruder. KuchenTV. So. Also, wir können mal gucken, warum sind seine Quellen antisemitisch? Können wir es einfach mal schauen hier. Also, erstmal der UN-Sicherheitsding, das gucken wir uns jetzt nicht an. Aber Tobias Huch, der Typ, den Ahmad übrigens auch meinte, hat selber dort gearbeitet. Und es gibt auch Berichte darüber, dass das Ganze, dass dieser UN-Rat da antisemitisch ist, weil eben viele Länder, die da sitzen, antisemitisch sind. Beispielsweise, ich glaube, Saudi-Arabien sitzt da drin, der Iran sitzt da drin, also auch Länder, teilweise, die sogar die Hamas unterstützen, die Terrororganisation, die in Palästina quasi gegen Israel kämpft. Das ist alles öffentlich zugänglich.
ich bringe diesen Beweis. Du musst mir überlegen, Tobias Hoch hat da gearbeitet. Er hat da mehrere Jahre gearbeitet. Der war in Sitzungen dabei. Der hat mitbekommen, wie über Israel dort diskutiert wird. Und Ahmad sagt jetzt in dem Video einfach so, das ist nicht antisemitisch, das ist UN, Digga, ganz normal. Das musst du dir, Digga, Ahmad war noch nie da, der war noch nie bei irgendeiner Sitzung dabei, der hat gar keine Ahnung. Tobias Hoch ist quasi ein Insider in dem Sinne und wird einfach gesagt, nö, ist nicht so. Ey, Digga, das ist, also, Bruder, so, und wir können auch die anderen Quellen, ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt gemacht habe, ich muss mal gucken, wann ich hier irgendwas eingeblendet habe. So, dann das hier zum Beispiel. Zeit Online-Arbeit. Amnesty hat ein Antisemitismus-Problem, da gibt es auch andere Ausarbeitungen zu, die genau das halt wiedergeben. Ich zeige dir eine Quelle, sogar hier mit Verlinkung, die du dir hättest angucken können, du hättest den Beitrag zeigen können und hättest sagen können, nein, guck mal, Zeit Online hat hier und da gelogen aus folgenden Punkten. Stattdessen sagt er einfach, Amnesty International ist eine ganz normale Quelle. Also er geht gar nicht darauf ein, was genau ich kritisiert habe. Er sagt jetzt einfach so, nö, ist nicht so. So, und das dritte war dieses Ding, UN-Ding, da weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt irgendwo finde. Da wurde drüber berichtet, das ist schon wieder was anderes. Ah, guck mal hier, perfekt. Gut, die dritte Quelle finde ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ist es das? Nee, das war das Krankenhaus. Die dritte Quelle war auf jeden Fall der... Ja, finde ich jetzt wirklich nicht, keine Ahnung. Die dritte Quelle war auf jeden Fall das, was hat denn der dann noch verlinkt gehabt? Human Rights Watch, genau. Und da habe ich auch eine Ausarbeitung zu eingeblendet gehabt, dass da auch Antisemitismusvorwürfe im Raum stehen und dass es dort Antisemitismus gibt. Du musst dir mal überlegen, ich zeige Quellen zu allen drei Sachen und sage dir, deswegen solltest du die nicht benutzen. Und seine Argumentation ist, sind doch normale Quellen. Ey, was soll ich dazu sagen? Ja, Bro, keine Ahnung, nimm doch meine Quellen auseinander, dann sag doch, warum Zeit Online da gelogen hat. Dann erzähl mir doch, warum Tobias Hoch lügt. Wie an den Palästinensern diskreditiert und sagt, das Leid der Palästinenser gibt es nicht, dazu brauche ich nicht mehr sagen. Digga, das habe ich nie behauptet. Ich habe nie behauptet, dass die nicht leiden. Wo? Ey, Digga, er denkt sich was aus. Er denkt sich einfach gerade aus. Natürlich geht es den Menschen da scheiße, Digga. Hey, das sagt doch auch keiner. Ey, ich glaube, ich habe sogar im Video habe ich sogar gesagt, dass die leiden. Ey, Bro! Widerwärtig. Ein Frauenschläger und jetzt noch jemand, der die Juden in den Dreck zieht und die Palästinenser. Einfach weg mit diesem... Digga, willst du mich verarschen? Das ist halt der ganze Maul, wirklich. Ey! Digga, er macht so ein Video, wo der gegen Israel rumhetzt. Ich verteidige Israel und er sagt, ey, wie kann man so gegen Juden sein, Alter? Ey, das ist halt was ist hier los? Was ist hier los? Wo bin ich denn gerade, Jiminy Boy? Dankeschön für die 23 Monate. Ey, Junge. Oh. Und das Lustige ist, KuchenTV und haben Rezo gelobt dafür, dass für seine Quellen und für sein Katar-Video, wisst ihr, welche Quellen Rezo benutzt hat in seinem Katar-Video? Er hat Amnesty International. Digga, welche Quellen? Ich hab nicht mal drauf reagiert, Digga. Ich hab nicht zu diesem Rezo-Video gesagt, außer dass ich das halt gut fand, dass er da, was heißt gut? Ich hab so verteidigt, dass, was er da über Religion gesagt hat. Und Human Rights. Digga, wo hab ich denn irgendwas über die Quellen von Rezo gesagt? Mann, ey, das ist auch schon wieder ein Video wert. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Er denkt sich gerade wirklich Sachen aus. Also, die man auch nachgucken kann. Das ist nicht so eine Meinung, die man vertreten kann. So, ich habe Rezo kritisiert für die Quelle Amnesty International. Ja, das kommt auch noch dazu. Tobias Hoch hat ihn sogar kritisiert. Ich habe da die Reaction leider auch nicht so gesehen. Ey, Digga, was geht? Junge, ey. Aber ey, ist Content, aber... Edwatch benutzt. Ey, Quellen sind nur so lange antisemitisch, bis Ahmad sie benutzt. Dann hat sogar noch irgendein YouTuber KuchenTV nachgelabert, dass mein Video wegen Antisemitismus gesperrt worden ist. Mein Israel-Video könnt ihr hier sehen. Sind gar keine Quellenangaben und unter den anderen sind fast nur YouTube-Videos als Quellen genannt. Dein Israel-Video aus dieser Reihe wurde sogar gelöscht, wahrscheinlich weil du wieder Antisemitismus... Na gut, wurde nicht gelöscht, wurde halt auf 18 gestellt. Ja, okay, safe. Allein das zeigt, was für ein beschissener Meinungsblogger du bist. Du wolltest ja unbedingt in meinem Video vorkommen, du kleiner Pisser. Hier bist du in meinem Video. Du hast... Erstmal beleidigt, Alter. Du kleiner Pisser, Alter. Mir vorgeworfen, dass ich nicht gut recherchieren würde. Bro, ich sag dir mal etwas. Das Video ist nicht wegen Antisemitismus gesperrt. Das Video ist immer noch online. Es ist
ist ab 18. Wenn du raufgegangen wärst und gewartet hättest, hättest du es auch gesehen. Der Bildschirm ist erstmal schwarz und dann muss man verifizieren, dass man 18 ist. Weißt du wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Das Video ist ab 18, weil dort verstorbene palästinensische Kinder drin vorkommen. Ich habe die gezeigt, um dem Leid keine Kappe mehr fortzusetzen. Deswegen ist es gesperrt. Wegen toten Kindern. Du Widerwärtiger. Und so welche Leute wie KuchenTV und so weiter, die selber Antisemitismus relativieren, die versuchen, mich zu einem Kanye West zu machen. Im Gegensatz zu euch kenne ich mich mit der politischen Lage vor Ort aus und benutze seriöse und verlässliche Quellen. Im Gegensatz zu euch. Ich kenne mich aus mit der Lage dort. Ich habe jüdische Freunde. Mann, ich habe Freunde, die im israelischen Militär gearbeitet haben. Ich habe hier deren Nummer. Ich habe heute mit denen gegessen. Amerikaner, okay? Die Juden. Zufällig, Digga. Zufällig. Er hat heute in Thailand oder wo auch immer er gerade ist, er hat zufällig mit diesen... Mit diesen Leuten, der hat zufällig heute gegessen. Die sind nämlich auch zufällig nach Thailand geflogen gerade. Sind diese Kontakte aus dem israelischen Militär zufällig unter uns? Sind die hier irgendwo? Ey, es ist halt der auch geiles Argument, Digga. Ja, ich hab Kontakte bis ins israelische Militär, so, keine Ahnung. Also, ich meine, also theoretisch ja, okay, kann sein, das macht dein Video ja aber auch generell nicht besser, so als ob das jetzt irgendwas ändern würde, hä? Sinn. Tina, er hat irgendwie, aus jeder Minderheit hat er irgendwie irgendeinen Freund, Digga. Das ist cool, Digga, ist einfach, er hat den diversesten Freundeskreis 2022. Das ist halt, oh Mann, nee. Ja, zufällig war ich heute erst mit den Essen. Junge, im israelischen Militär an der Gaza-Linie gearbeitet. Ich habe meine Oma, die in Gaza lebt. Ich habe mehr Quellen, als sie überhaupt zählen können. Und dann noch die öffentlichen Quellen. Und wie kam KuchenTV darauf, dieses Video zu machen, wo er mir das vorwirft? Von diesem Typen, der über 40 Jahre alt ist, der sich selber Journalist nennt, keiner ist. Mein lieber Freund aus Naruto, er nennt sich Hurenstern. Ein Stern am Himmel, der hoch einfach mal auftaucht. Hurenstern. Zu diesem Typen hatte ich euch bei meinem letzten Video Videos verlinkt zu ihm, wo er von A bis Z exposed worden ist. Diese Videos wurden alle runtergenommen, wie ich es euch gesagt habe, sind alle verschwunden. Weil dieserjenigen Person, die diese Videos gemacht hat, derjenige wurde von A bis Z bedroht und ihm wurden Sachen vorgeworfen, von denen er schockiert war. Und dann hat er Angst bekommen und hat sich von diesen Leuten einschüchtern lassen. Herzlichen Glückwunsch. Was heißt denn von diesen Leuten erstmal? Also das Ding ist, wir können da gerne auch mal, ich weiß gar nicht, unter welchem Video er das verlinkt hat. Das Ding ist, es geht um, den kennen wir auch, weil der hat auch mal Videos gegen mich gemacht tatsächlich. Welches Video war das? War das, nee. War das hier? Ist schon so lange her? Ich weiß gar nicht. Genau, hier, das sind diese Videos. Also, ne, die sind halt sogar wieder online, Digga. Da darf man jetzt abgesehen. So, also das ist dieser Typ. So, das Ding ist, ne, Tobias Hoch hat halt, ja, so ein bisschen recherchiert und geguckt. Es sieht auf jeden Fall so aus, ne. Ich kann es natürlich jetzt nicht bestätigen, das muss Tobias Hoch machen, der ist da mehr drin. Das Snitch zu den Grauen Wölfen anscheinend gehört, eine Neonazi-Gruppe aus der Türkei. Ja, der auch sehr hetzerischen Inhalt gemacht hat, der wohl auch sehr viel gegen Israel und so weiter hetzt, hat sehr viele sehr, sehr kritische Videos gemacht und das wurde quasi einfach von Tobias Hoch ja, kritisiert und der hat dann seine Videos offline genommen, hat jetzt aber anscheinend wieder online gestellt. Ja, ob das stimmt oder nicht, kann ich persönlich nicht sagen, so, weil ich da halt nicht so tief drin bin, aber das ist auf jeden Fall das. Was das jetzt mit Bedrohen und Einschüchtern zu tun hat, verstehe ich nicht, weil wenn das nicht der Fall ist und er nicht zu den Grauen Wölfen gehört oder er jetzt auch nicht so ein Gedankengut hat, whatever, so, dann hat er doch gar nichts zu befürchten. Und seine Quelle ist eine bekannte Neonazi-Seite, die sogar vom Bundestag geächtet wird, ja, das kommt auch noch dazu, so. Ihr schafft es, die kleinsten Stimmen, die euch exposen, die Stimme zu rauben. Du willst ja gegen mich vorgehen, hast du sogar selber gesagt, außerhalb von YouTube. Und ich werde liebend gerne gegen dich vorgehen, außerhalb von YouTube. Deswegen habe ich deinen Namen kein einziges Mal genannt. Du reagierst jeden Tag auf meine Videos. Dieser Typ ist über 40 Jahre alt und hat eine Playlist zu mir, wo die meisten Videos auf seinem Kanal drin sind. Sein Kanal besteht quasi nur aus mir, weil er weiß... Ja, was hat das jetzt mit dem Alter zu tun? Aber wo ist jetzt der Diss? Ich peil's nicht mal. Dass man damit Klicks machen kann. Und ich werde nicht einmal deinen Namen nennen, aber es wird alles an die Öffentlichkeit kommen. Ich lese mal ein paar Sachen vor, ganz kurz. Kinderpornografie, Steuerhinterziehung, rechtsradikale Domains, Terrororganisationen, Verbindungen, all das wird an die Öffentlichkeit kommen und dann wird es ziemlich unangenehm. Was soll ich sagen, meine lieben Freunde? An alle Hängen. Oh Gott, Digga. Junge, also. Ach, Matt. Wirklich, ich kann dir nur den Tipp geben. Lass es bitte das Andrew Tate Video 2 werden. Und veröffentliche nicht dieses Video, wo du diese Sachen behauptest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tobias Hoch dich so heftig
rechtlich kaputt machen wird, verdient kaputt machen wird, außer du kannst zufällig wirklich alles beweisen, okay, dann natürlich, aber ich gehe jetzt einfach mal hart davon aus, dass du es nicht kannst, dass du es besser nicht machst. Ich glaube, sonst kannst du direkt ins Gefängnis gehen. Die wirklich zu Ende geschaut haben, auch wenn ihr mich nicht mögt, an euch muss ich Props aussprechen. Ihr seid stabile Bres, die das Video wirklich bis hierhin gucken, obwohl sie mich nicht mögen, um sich eine andere Meinung zu bilden. Ja. Und ich glaube, ihr habt euch jetzt auch definitiv eine andere Meinung gebildet. Ich könnte das Ganze noch viel länger weiterführen, aber wie gesagt, das wäre nicht zielführend, wieder ein 40-Minuten-Video rauszuhauen. Außerdem haut mich dann mein Cutter. In dem Sinne kann ich dieses Video nur abschließen und euch sagen, frisst diesen Leuten nicht blind aus der Hand, denn glaubt mir, wenn ihr denkt, dass ich schlimm bin, weil sie euch versucht haben zu zeigen, dass ich schlimm bin, dann wollt ihr gar nicht wissen, was die alles für Dreck am Stecken haben. Ich habe euch gerade ein paar Sachen aufgezählt. Ich meine, wir reden hier über Leute, die Sachen relativieren wie Antisemitismus, Pädophilie, wir reden über Frauenschläger, wir reden über Steuerhinterzieher. Diese Leute wurden sogar auf YouTube gestrikt wegen Mobbing. Ich bin quasi im Gegensatz zu denen ein ganz normaler, cleaner, deutscher Bürger. Ich werde immer als zu böse dargestellt, dass ich nicht recherchiere. Ja, Digga, ich weiß nicht, was ich dazu, sage. Ey, Digga, wir haben 1000 Zuschauer, sich klar, mache ich meine Fehler oder Jungs, so. 1000 oder so. Eitel, das zuzugeben. Ja, bloß das Problem ist, stream nur noch Sonntagabend. In dieser Situation habe ich keine Fehler gemacht, sonst würde ich offen und ehrlich mich hinsetzen und das sagen. Ich bin ja, immer noch selber wird auch überall wegen Mobbing gesperrt. Vor allem, wer wurde überhaupt wegen Mobbing gesperrt? Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wer wurde wegen Mobbing gesperrt? Keiner von uns, oder? Boah, vielleicht wurde irgendein Video mal Dings. Gib mal ein Zwiebackgesicht, das ist Tobias Hochs zweiter Account. Was? Zwiebackgesicht ist Tobias Hochs zweiter Account? Boah, Digga, das wusste ich ja gar nicht, nachdem ich seit 5 Jahren Kontakt mit Tobias Hoch habe. Soll das jetzt eine krasse Info sein, oder was? Boah, Digga, ey, Kuchen, wusstest du, ey, Kuchen ist dein zweiter Account, Alter. Mein normaler Typ, so wie ihr. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich liebe meine Zuschauer. Ich liebe euch, weil ihr mir ermöglicht, das zu machen. Ich glaube, er ist hier sogar als Fieber-Gesicht sogar Sub, oder? Ich liebe und damit liebe ich euch. Ich habe viele Gefühle mit euch ausgetauscht. Und ich kann nur sagen, die meisten werden sowieso nicht glauben, was diese Leute euch da versuchen zu zeigen, weil sie halt immer das gegenchecken. Aber die Leute, die das nicht gegenchecken und das plumps übernehmen, und es sieht ja auch wirklich so in dem Moment so aus, als wäre ich ein dummes Kind, denen hätte ich das auch geglaubt. Deswegen warte ab, bis ich euch von deinem Gewissen 23 erzähle. Bruder, ich habe vorhin mit einem Kollegen drüber geredet. Ich hieß auf Knuddels mit 14, weil, Digga, ich war so ein Opfer. Ich wollte unbedingt eine Freundin haben. Ich habe mich wirklich genannt, suche Freundin 14 bis 16 und habe jedes Mädel angeschrieben, was in diesem Alter drin war. Und habe trotzdem keine gefunden. Nicht mal irgend so ein Assi-Vibe, Digga. Das ist halt. Ach ja. Aber wer sitzt hier und kann jetzt sein Geld durch Online-Sachen verdienen? Digga, selber schuld. Jedes Vibe, was mich damals abserviert hat, Bruder. Heute gucke ich euch nicht mal mehr an. Ich würde euch angucken, meldet euch einfach. An die Hater, ich kann euch das nicht vorwerfen. Ich schwöre, ich kann euch das zu 0% vorwerfen. Ihr seid nicht schuld. Zwiebergesicht, Bruder, danke für den Tiamanzer mit 36 Leute. Und weitermachen, ohne sich selber aufklären zu wollen. Das war's. Lasst gerne unbedingt ein Like da, unbedingt einen Kommentar. Und ich liebe euch alle. Danke, dass ihr es zum Ende zugeschaut habt. Schätze ich wirklich wert, dass ihr meine Stimme... Ja, wie oft noch, Digga. Ey, aus Mitleid gibt's aber ein Like, weil die Dislikes werden eh falsch angezeigt. Dann ist auch egal. Ey, weiß ich nicht, was soll ich sagen, so, ne? Buntgeballer, Dankeschön für den Tier 1 Sub, klingt nach einem Wochenende von mir. Und Benno mit Doppel-O, Dankeschön für den Prime Sub. Ja, ey, ich weiß nicht, so, was ich dazu sagen soll. Also, das Ding ist, ihr müsst mal überlegen. Ich habe ein komplettes Video gemacht, wo ich seine ganzen Aussagen zu Palästina und so weiter auseinandernehme. Mit Quellen. Das Video hat mich so viel Recherche gekostet. Die Aufnahme war richtig anstrengend, weil ich ja genau diese Fakten auch wiedergeben musste, was halt deutlich schwieriger ist, als irgendwie ein bisschen über ABK zu labern oder so. Und er geht gar nicht darauf ein, so null. Ich weiß nicht, Digga, das ist so, was soll ich euch dazu sagen? Also, und Leute glauben ihm dann, obwohl er geht gar nicht darauf ein, so. Das ist halt auch, er geht gar nicht darauf ein und denkt trotzdem, dass er recht hat. Ey, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm.